Our first YouTube creator is Jonas. Now, Jonas, let me tell you a little about him. He's 19 years old. He's got more than 1 million followers on YouTube. He's even published a book about his experiences, and he's from Germany. Now, let me guide you over to Jonas. Ja, Jonas, guten Morgen. Guten Tag, schön, Sie kennenzulernen. Ja. Wunderbar. Freut mich auch, Sie kennenzulernen. Dankeschön. Leute, wie gesagt, mein Name Darf ist ich meine Jacke aufmachen? Weil ja, ach, genau, machen Sie. Man muss wissen, es ist sehr heiß in Brüssel. Richtig. Wie gesagt, mein Name ist Jonas und ich habe heute die einmalige Chance, dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker Ihnen ein paar Fragen zu stellen, die sicherlich nicht nur mir auf dem Herzen liegen, sondern einem Teil von euch da draußen auch. Denn ihr hattet die Chance, unter meinem letzten Video ein paar Fragen zu stellen zum Thema Europapolitik und EU. Und genau diese Fragen werde ich heute in Form von, ich fungiere quasi als Sprachrohr an eurer Stelle für die Community an Sie formulieren. Ich danke erstmal dafür, dass ich diese Chance bekomme. Ja. Vielen Dank dafür. Ich danke. Ihr Business ist Politik. Ich beschäftige mich viel mit Social Media. Meine erste Frage wäre, wie Sie Politik ist kein Business. Ja, gut, kein Business, aber Sie beschäftigen sich viel mit Politik. Ich beschäftige mich Richtig. Mit Politik. Ja. Mich würde interessieren, was Sie über soziale Medien denken. Also ich bin kein ausgesprochener Follower der sozialen Medien. Dazu fehlt mir die Zeit, ich muss das einfach so sagen. Aber manchmal schaue ich mich da um. Da gefällt mir vieles, weil man liest, was Menschen denken. Und da missfällt mir auch vieles, weil dieser Shit, der da manchmal verbreitet wird, doch ja, ehrenrührig ist und nicht realitätskonform. Das ist richtig. Soziale Medien erreichen aber heute ja eine unglaublich große Reichweite, eben gerade bei jungen Menschen. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sie geben mir heute die Chance, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Das Gleiche gilt für zwei andere YouTuber aus Polen und Frankreich. Mich würde interessieren, warum Sie genau jetzt die Notwendigkeit daran sehen, so viele junge Menschen in Form von diesem Interview zu erreichen. Also, ich muss ehrlich bekennen, ich habe die Notwendigkeit immer eingesehen. Und das, was wir jetzt haben, ist Ihre Idee, nicht meine. Aber ich mag die Idee sehr. Ich möchte gerne mit Ihnen und mit anderen jungen Menschen, nicht nur mit jungen Menschen, aber auch mit jungen Menschen in Direktkontakt treten. Und dies ist eine einmalige Gelegenheit, genau dies zu tun. Ich glaube auch, dass es gar nicht schlecht ist. Und heute werden ja auch viele von euch da draußen erreicht. Und ich hoffe, viele Fragen werden beantwortet von euch. Das ist wunderbar. Und das bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Die Europäische Union, die EU. Es ist für mich, ehrlich gesagt, ein ziemlich schwerer Begriff. Natürlich habe ich viel faktisches Wissen in der Schule angesammelt. Ja, ja. Ich habe beispielsweise im Politikunterricht damals die 28 Mitgliedstaaten auswendig lernen müssen. Ich habe gelesen, dass sie dauernd eingeschlafen wären. Ja, richtig. Das ist auch nicht falsch. Ja, ja. Ich weiß bis heute nicht, also warum ich das genau... Aber jetzt in Form und Fach... Ja, relativ doch, eigentlich schon. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, ein Spiegel vieler anderer Jugendliche in meinem Alter, die sich auch ein bisschen fragen, was genau tut die EU eigentlich? Deswegen frage ich Sie jetzt, ob Sie mir drei Gründe nennen können, wofür wir als junge Menschen die EU gebrauchen können. Also der erste Grund klingt wenig einleuchtend für Jüngere. Es geht um Frieden in Europa. Mhm. Mein Vater, der im August verstorben ist, der wurde gezwungen, Soldat im Zweiten Weltkrieg zu werden. Hat also das Nicht-Europa an Körper und Seele erlebt. Schon meine Generation ist aufgewachsen in Friedenszeiten, Ihre Generation noch deutlicher mehr. Aber meine Generation, obwohl nicht mit Kriegserfahrung behaftet, weiß, dass dies kein Normalzustand ist. Und das ist kein Normalzustand. Es gibt heute 40 Kriege weltweit, davon keiner in Europa, wenn ich mal Abstraktion mache von dem, was wir in der Ukraine erleben. Es geht also zuerst einmal um Frieden. Dann geht es um Zukunft, weil dieses Kriegs-Friedensdilemma spricht junge Menschen, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, nicht wirklich an. Zu Unrecht, wie ich finde. Es geht um die Zukunft. Man muss wissen, dass es am Anfang des 20. Jahrhunderts, das war gestern Abend, 20% Europäer auf der Welt gab. Und man muss wissen, dass es jetzt noch 7% Europäer auf der Welt gibt. Und man muss wissen, dass es am Ende des Jahrhunderts noch 4% Europäer gibt. 4% Europäer von 10 Milliarden Menschen. Wir werden also, wir ohnehin schon den kleinsten Kontinent bewohnen, immer weniger. Und unser relatives Gewicht in der globalen Wertschöpfung, also in der Weltwirtschaft, nimmt kontinuierlich und relativ dramatisch ab. Und sich dann vorzustellen, dass die Antwort darauf sein könnte, dass die europäischen Nationalstaaten alleine gegen den Rest der Welt antreten, ist aberwitzig. Wir müssen zusammen, indem wir unsere Kräfte bündeln,
in der Welt antreten. Nicht, weil wir gegen Chinesen, Amerikaner oder Inder wären, sondern weil es darum geht, auch nach außen hin nicht nur wirtschaftlichen Einfluss zu behalten, sondern auch europäische Werte zu vermitteln. Und das betrifft junge Menschen in hohem Maße, weil die wachsen ja in diese Welt hinein. Also ich werde schon längst unter der Erde liegen, wenn es weniger Europäer, noch weniger Europäer gibt. Aber mich treibt das um, dass der Einfluss Europas mit all dem, was er bedeutet, global erhalten bleibt. Und dann kommt, hatten Sie nach drei Gründen gefragt. Richtig, das war genau. Dann kommt hinzu, dass ich denke, es gibt nicht sehr viele, die diese Denke mitbegleiten, dass Europa nicht nur eine Aufgabe auf unserem Kontinent hat, Frieden und Wirtschaft und Arbeit und Jobs, sondern dass wir auch eine Aufgabe in der Welt haben. Ich finde mich nicht mit dem Gedanken ab. Und solange das so bleibt, ist Europa auch nicht am Ende seiner Mühen angekommen. Ich finde mich überhaupt nicht damit ab, dass jeden Tag 25.000 Kinder sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Da haben wir eine Aufgabe in der Welt. Und wenn wir den nicht wahrnehmen, dann wird uns die Rache derer, die nicht genug zu essen hatten, eines Tages erreichen. Verstehe. Eine Frage, die im Netz auch sehr oft gestellt wurde, ist, in vielen EU-Mitgliedstaaten gibt es dieselbe Währung. Aber bei der Entscheidung darüber, ob homosexuelle Paare sich verheiraten dürfen oder Kinder adoptieren dürfen, hat sich die EU zurückgehalten und hat gesagt, es wird den einzelnen Ländern überlassen, diese Entscheidung. Und mich interessiert, warum es bestimmte Themenfelder gibt, bei der die EU sich einmischt und andere, wo gesagt wird, nee, das ist eben dann länderintern. Das sehen die europäischen Verträge so vor. Familienrecht, darum handelt es sich, ist Sache der Nationalstaaten. Aber ich bin sehr dafür, dass wir in der Frage einen verantwortlichen und relaxen Umgang an den Tag legen. Als ich noch Premierminister in Luxemburg war, habe ich einen Gesetzesentwurf im Parlament eingebracht, der die Homo-Ehe legalisiert, sagt man. Ja, weil ich der Auffassung bin, das muss jetzt sein. Man kann keine sexuelle Diskriminierung aufgrund der Sexualorientierung der Menschen machen. Homosexuelle Lesben lieben sich. Und das ist doch das Schönste, was es auf der Welt gibt. Wieso, dass Staaten verbieten, dass die, die sich lieben, zusammenfinden, zusammenkommen, ist mir stets schleierhaft geblieben. Ich bin sehr dafür, dass man alle Menschen respektiert. Übrigens, man sollte sich nicht anmaßen, Politik gestalten zu wollen, wenn man die Menschen nicht mag, ja, wenn man sie nicht liebt. Man muss die Menschen mögen und viele davon lieben. Ich finde, das ist eine großartige Einstellung. Sehr gut. Meine nächste Frage ist, beschäftigt sich eher mit einem traurigen Thema, und zwar Terrorismus, Terror. Sie haben es gestern in Ihrer Rede auch schon angesprochen. Es betrifft leider jetzt auch Europa. Gerade in Frankreich hat man zuletzt sehr schockierende Bilder gesehen. Und das ließ auch viele junge Menschen im Netz nicht ganz unberührt. Und die fragen sich jetzt sicherlich auch nicht zu Unrecht, ob man als Bürger der EU zukünftig Angst davor haben muss, dass man von einem Terroranschlag betroffen ist und was die EU genau an Sicherheitsmaßnahmen dagegen tut. Also es hat seit 2004 30 Terroranschläge in Europa gegeben. Genau. Davon ja allein im letzten Jahr 14, die schlimmsten in Frankreich und hier in Brüssel. 200.000 Menschen, unschuldige Menschen, gibt es schuldige Menschen im Übrigen, haben ihr Leben verloren. Und deshalb müssen die europäischen Staaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, enger zusammenrücken. Wir müssen Informationen, die es in einem Land A gibt, auch dem Land B weiterreichen. Wir müssen den Schutz unserer Außengrenzen verstärken. Da sind wir dabei. Das wird Ende des Jahres operativ in Kraft treten. Alle Gesetzesverfahren sind kurz vor dem Abschluss. Wir müssen wissen, wer nach Europa kommt und wer Europa verlässt und wieso er kommt und wieso er Europa verlässt. Wir müssen mehr wissen. Ich meine damit nicht, weil dagegen bin ich relativ allergisch, diesen Staat, der sich von 1000 Füßler durch das Privatleben der Menschen bewegt. Das ist nicht mein Ding. Ich bin relativ skeptisch, was staatliche Einflussnahme auf die Gestaltung der individuellen Intimität anbelangt. Zu Europa gehört auch, dass man, wie das im Neudeutschen heißt, Privacy respektiert und achtet. Aber wir müssen wissen, wer sich in Europa aus welchen Gründen wohin bewegt. Das ist keine staatliche Schnüfflerei. Mhm. Der Schutz der Bürger. Ihre Frage war ja, müssen die Europäer Angst haben vor Terror? Genau. Wenn wir
dafür sorgen möchten, dass sie weniger Angst haben, dann müssen wir das tun. Ich verstehe. Die nächste Frage, ein komplett anderes Thema, Flüchtlingspolitik. Gerade in Deutschland, aber auch in der EU, ein relativ umstrittenes Thema. Sie haben darüber auch gestern in Ihrer Rede gesprochen, haben gesagt, dass die Menschen mehr Solidarität an den Tag legen sollten. Und diese Solidarität sollte von Herzen kommen. Und gerade viele Leute in den Kommentaren sind sehr positiv der Sache eingestellt, was ich im Übrigen sehr gut finde, und wollen aktiv helfen. Und sie fragen sich, wie kann man als Individuum Flüchtlingen helfen? Also ich kenne viele Menschen, nicht nur Hunderte, Tausende. Ja. In Deutschland, in Luxemburg, sonst wo, die diese Flüchtlingsfrage zu ihrem sehr persönlichen Thema gemacht haben. Im Übrigen auch sehr viele junge Menschen, 15, 16, 17, 22-Jährige, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben. Ich bewundere das sehr. Das ist nicht normal. Es ist vielleicht normal, aber es ist nicht selbstverständlich. Hinzu kommt, dass ich mir wünsche, dass vor allem junge Menschen sich, sehr engagiert in dieser Frage zu Wort melden. Man muss wissen, wenige wissen das, dass Europa selbst ein Auswanderungskontinent war. Es gibt mehr McDonald's in Amerika, in den USA als in Irland oder in England. Wir haben also uns über die Welt verteilt und waren froh, dass wir als Europäer aufgenommen wurden und dass wir die Gesellschaften dort, in die wir dann hinein, ich sage nicht stießen, aber hineinwuchsen, mitgestaltet haben. Und ich bin total unfähig zu vergessen, wieso Menschen auf der Flucht sind. Man tut so auch in den sozialen Netzwerken und auch in manchem Parteienpalaver, als ob alle Flüchtlinge jetzt Terroristen wären. Dass es Terroristen unter den Flüchtlingen gibt, ist kaum zu vermeiden. Das müssen wir ja wissen, wer nach Europa kommt und so weiter und so fort. Aber von jungen Menschen erwarte ich mir Herzenswärme, wenn es um das Flüchtlingsthema geht. Und viele haben das ja auch. Und ich erwarte mir von jungen Menschen einen radikalen Kampf gegen die radikalen Extremisten von rechts. Das hat Europa nie weitergebracht, sondern immer wieder zurückgeworfen. Man muss den Extremismus nicht militärisch bekämpfen, aber und auch nicht nur rhetorisch. Aber man muss, wenn man Populisten begegnet, wenn man Extremrechten begegnet, denen nicht nachplappern und nachlaufen, sondern in den Weg stellen und sagen, was meinst du genau damit? Und wenn du in der Lage wärst, dass deine Kinder nichts zu essen haben, dass deine Kinder Tag für Tag bombardiert werden, was würdest du machen? Würdest du da sitzen bleiben, die Hände in den Schoß legen und warten, bis dir eine Granate auf den Kopf fällt, oder würdest du nicht auch versuchen, wegen deiner Kinder, natürlich, ja, den Weg nach sonst wohin zu gehen? Und dass so viele Menschen nach Europa kommen, was ja Probleme schafft, das darf man ja nicht sehen, hat ja auch damit zu tun, dass für den Rest der Welt Europa der Ort in der Welt ist, wo es sich am besten leben lässt. Also müssen wir versuchen, und da haben junge Menschen eine größere Aufgabe eigentlich als so ältere Menschen wie ich, sich sehr offensiv für dieses Menschenrecht einzusetzen, dass man Schutz in Europa findet. Nicht jeder hat Recht auf Schutz in Europa. Aber die, die verfolgt werden, die, deren Frauen vergewaltigt werden, die, deren Kinder zu Tode gefoltert werden, die haben einen Platz in Europa. Sehr gut. Herr Juncker, wir alle werden älter, das ist kein Geheimnis. Ach, Sie auch. Ich werde tatsächlich auch älter, man sieht es mir nicht an, aber ich werde auch älter. Es wird kommen, es wird Sie ereilen. Ja, das wird Sie ereilen. Nun ist die Frage, wie stellen Sie sich die EU in 50 Jahren vor? Was ist Ihre Vision? Meinetwegen auch eine utopische Version, aber was stellen Sie sich vor, wie die EU in 50 Jahren aussieht? Also ich weiß am besten, wie sie nicht aussehen darf. Ich glaube nicht an dieses Konzept, das kommt aus den Kriegsjahren, aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das möchte, dass die Europäische Union zu den Vereinigten Staaten von Europa wird. Das ist überhaupt nicht meine Vorstellung. Wir werden nie so sein wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Europa lebt von seiner Vielfalt, von der Nähe der Menschen zu ihrer Landschaft, von nationalen, siehe regionalen Kulturen,
und Befindlichkeiten. Und wer das nicht sieht, wer Europa zu einem Schmelztiegel machen möchte, zu einem Integrationsmagma, wie ich der Tage im Parlament gesagt habe, der schippert an den Befindlichkeiten der Menschen vorbei. Also sollte man Abschied nehmen von einem derartigen maximalen Integrationskonzept. Das wird nie passieren, weil die Menschen das ganz einfach nicht wollen. Die Saarländer, die Bayern, die Luxemburger, die Wallonen und Flamen und die Bretonen möchten erstmal das bleiben, was sie sind. Aber möchten sich einbringen in eine größere, breitere, gestrafftere Solidaritätssphäre, in der Menschen miteinander können. Wir müssen miteinander können wollen. Und dann denke ich mir, dass in vielerlei Hinsicht ein besseres Europa notwendig ist. Was wir tun, muss konkreter werden, nachvollziehbarer werden, verständlicher werden. Niemand versteht ja eigentlich, was in Europa, in Brüssel und in Straßburg so geboten wird. Da sind die Menschen sehr weit entfernt von. Müssen also Europa besser erklären, aber wir brauchen mehr Europa und ein besseres Europa in Sachen gemeinsame Verteidigung. Es macht ja keinen Sinn, dass ein Land die gesamte Verteidigungsaufgabe Europas übernehmen muss. Man muss sehen, der amerikanische Wahlkampf gibt auch Hinweise darauf, dass die Amerikaner nicht mehr bereit sind, an jeder Ecke und Ende Europas militärisch zu intervenieren, wenn Probleme entstehen. Das müssen wir schon selbst tun. Ich bin aber nicht jemand, der jetzt der Militarisierung der Europäischen Union das Wort reden will. Aber ich bin jemand, der denkt, dass es zu unserer Verantwortung gehört, für Ordnung und Frieden auf unserem eigenen Kontinent zu setzen. Dann brauchen wir ein besseres Europa in Sachen digitales Europa. Da sind wir dabei, dies langsam in die Wege zu leiten. Aber das ist ein langwieriger Prozess, der dauert bis 2025. Wir brauchen Wi-Fi überall. Wir brauchen Connectivity. Ich rede Deutsch. Überall in Europa. Niemand darf ausgesperrt werden von den neuen Orten und Wegen der Begegnung. Da müssen wir massiver als bislang, sowohl die Nationalstaaten als auch die Europäische Union, im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit, die erschreckend hoch ist, an Leistungen zulegen. Wenn der europäische Kontinent der Kontinent der Jugendarbeitslosigkeit wird und wenn das einzige Versprechen, dass für Ihre Generation und den noch Jüngeren, es gibt ja auch noch Jüngere als Sie. Natürlich. Für Sie erstaunlich, aber es ist einfach so. Ja. Wenn das einzige Versprechen, das wir denen geben können, das ist, dass es ihnen weniger gut gehen wird als ihren Eltern, dann verlieren wir den europäischen Impetus. Meine letzte und abschließende Frage, Herr Juncker. Sie sind der EU-Kommissionspräsident, ein sehr erfahrener Mann, aber mit Sicherheit haben Sie auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht, wie wir alle anderen Menschen auch, oder zumindest Ihre Generation. Und wenn es jetzt drei Dinge gibt, die Sie uns jungen Menschen mit auf den Weg geben könnten, Dinge, die wir anders oder besser machen sollten als Ihre Generation, was wären das dann für Dinge? Also ich bin nicht unbedingt stellvertretend für meine Generation oder für Ihre Vorgängergeneration. Mhm. Davon gibt es ja mehrere, die noch im aktiven Leben stehen. Aber ich glaube, ein Fehler, den viele gemacht haben, ich komme da auf einen Punkt zurück, den ich eben erwähnt habe, ist, dass wir andere nicht mögen. Das ist wahr im eigenen Land. Das ist auch wahr transkontinental. Und ich hänge dieser Idee an, das mag naiv klingen, ist das wahrscheinlich auch. Ja, dass alle Menschen gleichwertig sind, die gleichen Rechte haben und die gleichen Zukunftschancen haben sollen. Man darf niemandem von der Zukunft abschneiden. Das ist richtig. Und dann denke ich mir, dass wir uns mehr interessieren müssen für die Menschen auf anderen Kontinenten. Afrika ist ein Kontinent, der im Aufstreben ist und wird immer noch von uns behandelt, als ob dies ein Kontinent wäre, dem man mit Charity begegnen sollte. Wir müssen in Afrika investieren. Ja. Die Kommission hat dieser Tage Vorschläge gemacht. Es reicht ja nicht, obwohl wertvoll, dass man Tränen in den Augen hat, wenn es um Flüchtlinge oder um Armut in der Welt geht oder um Hunger in der Welt geht. Man muss etwas tun. Und deshalb müssen auch die europäischen Regierungen und die europäischen Wirtschaftsverbände, Betriebe, Firmen in Afrika investieren. Das halte ich für zukunftsbestimmend.
Das ist sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Juncker, dafür, dass Sie mir die Fragen beantwortet haben. Ich bin mir sicher, dass ein großer Teil eurer Fragen beantwortet wurde. Also vielen Dank dafür. Ja. Wunderbar, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, das habe ich gerne gemacht. Herzlichen Dank. Ich muss jetzt aus dem Bild verschwinden. Ja. We're gonna come back with me here again. Well. So, Freunde, ich muss einfach gerade zugeben, ich bin viel zu kaputt, mein ganzes Kameraset aufzubauen. Deswegen muss gerade einfach die Legria dran glauben. Meine kleine Reisekamera, ich liebe dich. Ich möchte einfach gerade noch mal ganz kurz Revue passieren lassen und erzählen, wie es eigentlich war und was abging. Das Interview war ja in Brüssel, da komme ich gerade her. Es ist jetzt schon, es ist gerade genau 9 Uhr, Freunde. Es ist gerade genau 9 Uhr, ich kann es nicht zeigen. Jedenfalls ist gerade genau Mitternacht und ich bin heute wieder gekommen und komplett fertig. Einfach, weil es eine unfassbar anstrengende Sache auch war. Aber es war auch unglaublich cool und ich bin froh, dass es jetzt gerade wirklich eigentlich insgesamt ziemlich gut gelaufen ist. Es war wirklich für mich eine ganz neue Situation und ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorher so nervös gewesen, wie in diesem Moment, wo ich dann da saß und mir dachte, okay, hoffentlich habe ich noch all meine Fragen im Kopf. Und dann kam eben irgendwann ins Studio, wir saßen eben vorher schon ein bisschen im Studio rum, dann kam eben irgendwann Jean-Claude Juncker rein und wirklich so eine Minute, bevor der Livestream losging, kam rein, wurde von der Moderatorin empfangen und dann ging es auch direkt los und es war einfach so, wow. Eins nach dem anderen, zack, zack, zack. Es gab insgesamt 3 YouTuber, ich war der erste von uns, der ihn interviewen durfte und ich glaube, man merkt am Anfang, ich bin kein professioneller Interviewer oder sonst sowas, ich habe sowas auch noch nie gemacht und man merkt, wie gesagt, am Anfang vor allem, wie nervös ich eigentlich war, weil ich echt auch gar nicht wusste, wie man in so einer Situation genau handeln soll. Im Endeffekt muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ zufrieden, wie es gelaufen ist. Man kann sicherlich den einen oder anderen Punkt auf jeden Fall kritisieren, keine Frage. Zum Beispiel hätte ich durchaus bei manchen Fragen hartnäckiger nachfragen können oder ein bisschen einfach bissiger sein können, wie man das eben als professioneller Journalist tun würde. Aber wie gesagt, ich habe sowas zuvor noch nie gemacht und offiziell hatte ich auch eigentlich nur 15 Minuten Zeit, also maximal 15 Minuten. Wurde uns vorher wirklich richtig oft gesagt, 15 Minuten nicht mehr und ich habe einfach schon 20 Minuten mit ihm geredet. Muss auch dazu sagen, dass er ja auch sehr viel gesprochen hat, was im Endeffekt nicht schlecht war, aber es gab die eine oder andere Frage, der hätte ruhig präziser antworten können, beziehungsweise habe ich das Gefühl, ist er da manchmal so ein bisschen ausgewichen. Und als professioneller Journalist hätte man da natürlich nachgehakt und gesagt, Herr Juncker, jetzt nennen Sie mir nochmal wirklich 3 Gründe, wofür man die EU gebrauchen kann. Aber wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gemacht und ich will mich da gar nicht rausreden oder so, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz war es eine so krass bereichernde Erfahrung für mich und ich bin so froh, dass ich das machen konnte. Und genau in dieser Hinsicht möchte ich auch nochmal Danke ans Google-Team sagen, dafür, dass es ermöglicht wurde. Danke auch an die Europäische Kommission, dass ihr da mitgemacht habt und auch danke an Herrn Juncker, viele Grüße, dass er bei der ganzen Sache mitgemacht hat. Auch das ist natürlich nicht selbstverständlich. Und natürlich geht mein größtes Dankeschön raus an die Community dafür, dass ihr einfach die ganzen Fragen gestellt habt. Und ich weiß, es gab noch so viel mehr Fragen und so viel krasse Fragen, die ich aber, wie gesagt, alle gar nicht mit reinnehmen konnte, weil einfach nicht genug Zeit war. Aber vielen, vielen Dank dafür. Und vielleicht gibt es irgendwann die Chance, diese Fragen doch nochmal zu stellen. Aber ich finde es super klasse, dass, obwohl ich wirklich, ich war mir so sicher, bevor ich das Video hochgeladen habe damals, als ich das angekündigt habe, dass ich wirklich null konstruktive... Nein, andersrum. Doch, dass ich wirklich null konstruktive Kommentare kriege, nur so scheiße. Und da habt ihr mich so geflasht, indem ihr wirklich so viele durchdachte und kluge politische Fragen gestellt habt. Mein Gott, das ist wirklich eine Generation für Europa, die man sich wünscht für die Zukunft. Also vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wenigstens ein Teil von den Fragen, die ihr gestellt habt, in diesem Interview beantwortet wurden. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Und ich gehe jetzt ins Bett, weil ich übertrieben müde bin. Also bis dann, Leute. Euch auch einen schönen Tag. Ciao.